Man's World. Sie kennt die Einsamkeit im schnellen Auto. Die richtige Entscheidung zu treffen zwischen Bremsen und Gas geben in Millisekunden. Allein das ist bewundernswert und zeigt ihren starken Willen. Ich setze auf die Sophia und glaube, sie kann überraschen und sie wird gute Fortschritte machen. Ich glaube, das macht sie. Ich glaube, sie ist selbstbewusst genug, das umzusetzen. Ihre Stärke, glaube ich, ist die Unbekümmertheit. Sie hat keine Angst. Und das nach diesem wirklich schlimmen Formel-3-Erlebnis. Alleine nach so einem extremen Unfall in Macau wieder zurückzukommen, sich zurückzukämpfen, sich in das Steuer zu setzen und das auszublenden, ist, glaube ich, schon mal eine Riesenleistung, größten Respekt davor. Sophia Flörsch wird mit 17 schlagartig berühmt durch diesen Unfall. Nach 11 Stunden Wirbelsäulen-OP steigt sie nur Wochen später wieder in einen Rennwagen. Unterm Strich will ich als Sportlerin wertgeschätzt werden und respektiert werden und nicht als Mädchen mit dem Unfall gesehen werden. Weil klar, der Unfall ist Teil von meinem Leben und ich werde das nicht mehr löschen können. Aber ich will halt jetzt halt auch respektiert werden als Sportlerin und weil ich schnell bin und weil ich die Männer schlage und weil ich genauso gut bin und noch besser bin. Jetzt also DTM. Der kurvige Weg zur großen Karriere führt nun mal über andere Motorsportklassen. Immer mit und gegen männliche Konkurrenten. Aber ist Tourenwagen nicht ein Rückschritt gegenüber Formel 3? Nur weil ich jetzt dieses Jahr DTM fahre, habe ich deswegen zum Formelsport, sage ich mal, noch nicht Nein gesagt oder habe das abgeschlossen, sondern mein Ziel bleibt immer noch die Formel 1. Aber ich glaube einfach, dass ich hier in der DTM dieses Jahr sehr viel mehr lernen kann, als wenn ich noch mal ein Jahr Formel 3 gefahren wäre. Das Angebot, in einem starken DTM-Team zu fahren, war ausschlaggebend. Besser als in einem schwachen Formel-3-Team. Sophia Flörsch möchte zeigen, was sie kann. Auch ihr Vater und Manager Alexander Flörsch sieht diesen Weg derzeit als den besten für seine 20-jährige Tochter. Natürlich ist die Formel 3 etwas näher an der Formel 1 als die DTM. Aber im Motorsport musst du einfach den Weg gehen, der gerade möglich ist, der machbar ist. Und ich glaube, die DTM ist von der sportlichen Seite her höher einzuschätzen als die Formel 3. Viele Spitzenleute haben sich versammelt. Auch ehemalige Formel 1-Fahrer wie Timo Glock fahren DTM und wissen, dass man davon auch für die Königsklasse profitieren kann. Und das ist ein sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Ingenieur, was natürlich auch ein Thema in der Formel 1 ist. Und ich glaube, das kann man hauptsächlich mitnehmen. Und natürlich auch der Kampf auf der Strecke ist ein komplett anderer. Da kann man viel Erfahrung mitnehmen und ich glaube, ist weiterhin ein sehr gutes Sprungbrett. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur hoffentlich großen Karriere. Als Frau in dieser Motorsportwelt gehört immer ein Quäntchen mehr Durchsetzungsvermögen und Erfolg dazu, um Sponsoren und die richtigen Partner zu gewinnen. Sophia muss sich, glaube ich, in erster Linie beweisen und muss der Öffentlichkeit zeigen, dass sie eben auf dem Level fahren kann von Spitzenfahrern. Sophias Welt ist schon immer die des Rennsports. Sie ist 11, als das ZDF erstmals über das Motorsport-Talent berichtet. Da hat sie schon 6 Jahre Kart-Erfahrung und war mit 9 bereits Europameisterin. Die ersten 2 Jahre hatte ich sehr viel Angst, weil es eben laut war und Kurven fahren. Es hat den Arm wehgetan mit 6, 7. Und beim ersten Rennen natürlich auch, war ich nervös. Aber jetzt ist alles normal. Schon damals ist der Papa konsequent an ihrer Seite. Als Berater immer auch die Schule im Blick. Mittlerweile hat Sophia Flörsch das Abitur gemacht. Hauptaugenmerk aber liegt immer auf Gaspedal und Bremse. Die Neugier auf schnelle Fahrzeuge ist ihre Antriebsfeder. Kart, Formel 4, Formel 3, jetzt GT3. Immer mal was Neues. Meine Formel 3 hat 620 Kilo gewogen. Das Auto hier wiegt jetzt 1,2 Tonnen. Die Aerodynamik ist extrem viel weniger. Bedeutet, der Kurvenspeed generell ist sehr viel niedriger. Du musst so früh bremsen, wie ich glaube, ich im Formel 3 im Regen nicht gebremst habe. Die Langstrecke von Le Mans hat sie letztes Jahr kennengelernt. Im Prototyp 2, einem Orica Gibson. In etwa einem Mittelding zwischen Formel- und Tourenwagen fährt sie die 24 Stunden im reinen Frauenteam.
Flörsch ist mit damals 19 die jüngste und schafft intern die schnellste Rundenzeit. Ihr Topspeed 330,8 km/h. Es wird Platz 9 innerhalb der LMP2-Fahrzeugkategorie. 15 Männerteams lassen die drei Fahrerinnen hinter sich. Top 10 in Le Mans, ein Meilenstein in Sofias Karriere. Mit der gleichen Crew fährt sie die ELMS-Langstreckenserie auch in diesem Jahr. Als Einzelkämpferin möchte sie nun zudem bei der neuen DTM ihr Talent in Szene setzen. Athletiktraining kennt Sofia schon viele Jahre. Ihre starke Muskulatur hat sie bereits beim Unfall in Macau vor schlimmeren Folgen bewahrt. Bei der DTM hat sie erstmals eine Ingenieurin an ihrer Seite. Das Thema Frau und Motorsport ist aber eins, das die Frauen eher nervt. Klar war das am Anfang ein Thema, einfach weil wir genau nicht wollten, dass so ein großer Fokus darauf gelegt wird, dass wir beide Frauen sind, sondern wir beide einfach unseren Job machen wollen und ehrlich gesagt durch Leistung überzeugen und nicht durch unsere langen Haare. Teil des Jobs ist allerdings die Selbstvermarktung. Kein Nachteil, optisch ansprechend zu sein. Seit neuestem hat Familie Flörsch einen sogenannten Content Manager, der sich ausschließlich um Social Media Auftritte kümmert. Die Follower informieren, das gehört heutzutage einfach dazu. Ich glaube nicht, dass der Sophia das im Weg steht. Und ich glaube auch nicht, dass sie mehr Zeit vorm Spiegel verbringt, wie im Rennauto. Sie weiß, was sie will. Und ich glaube, sie hat ein gutes Potenzial. Und stellt manches Vorurteil gegenüber hübschen Frauen auf den Kopf. Mit Fleiß, Selbstbewusstsein und einer klaren Botschaft. Du kannst trotzdem noch Frau bleiben und trotzdem so ein Gerät hier am Limit bewegen und den Männern oder Jungs um die Ohren fahren. Und ja, deswegen habe ich auch lange blonde Haare und lackierte Fingernägel.